Mein Name ist Annemieke Unterschütz, ich studiere an der TU Darmstadt. Da studiere ich Informatik und Mathematik. Und in meiner Freizeit bin ich im Dart Racing Team. Als wir das erste Mal auf der Teststrecke waren, das Auto dann halt wirklich ohne Fahrer gefahren ist, das war schon irgendwie so ein Moment, wo man am liebsten diese Notausschaltung gedrückt hätte und das Auto wieder angehalten hätte. Aber dann, als es so ein paar Runden gefahren war, dann war es eigentlich einfach nur faszinierend. Wir sind heute hier mit einem Auto ohne Fahrer. Das ist für die Firma Student und auch für uns das erste Mal und auch bestimmt was Besonderes. Bosch in Abstadt hat uns eigentlich immer unterstützt. Wir waren öfter da und haben uns da Feedback eingeholt. Das war eine große Hilfe, gerade in der Entwicklungsphase. Wir sind heute als Sponsor hier. Wir stoßen hier auf hoch engagierte, motivierte Studenten, die wirklich sehr realistische Einblicke bekommen. Ich bin im Team Car Racing Drivers. Wir treten in der Drivers-Kategorie an, wo die Rennautos ohne Fahrer die Strecke bewältigen müssen. Gleich werden wir rübergehen zum Skidbed-Event, wo man eine liegende Acht am Boden abfahren wird. Und je nach Witterungsverhältnissen kann es sehr schwierig werden. Wenn die Strecke einigermaßen trocken ist und Griff hat, sollte es gut klappen. Ich drücke den Teams auf jeden Fall die Daumen. Die ganze Arbeit, der Fleiß, all die Monate, die jetzt da wirklich intensiv gearbeitet wurde, dass sich das rentiert für das Team und sie vor allen Dingen auch Spaß haben und wir als Sponsor auch. Bosch hat uns von Anfang an unterstützt mit Know-how und auch bei der Auswahl unserer Sensorik, welcher Typ sich da am besten für unser System eignet und wie wir das Projekt dann am schnellsten zum Erfolg bringen können. Das, was wir hier beim fahrerlosen Fahren auf der FSG erleben, das ist schon wirklich beeindruckend. Der Fortschritt der Teams in einem Jahr ist immens. Wenn man am Ende sieht, dass das Auto die Strecke bewältigt und auch mit guten Zeiten, macht es einen schon sehr stolz.